Hi, mein Name ist Anne. Herzlich willkommen zurück bei Verdi Jugend on Air. Zu Gast heute bei mir ist Suki und unser Thema ist Geschlechtergerechtigkeit. Viel Spaß damit. Wenn Frauen Frauen küssen, lieben, ficken, unterstützen, ist es nur okay, wenn sie Männlichkeit damit beglücken. Vom rechten Rand quer durch die Gesellschaft toben sie Klischees über LGBTQ-Homophobie. Tachchen. Suki, du hast dich als Rapperin und Feministin in der Hip-Hop-Szene durchgesetzt. Hab ich das, ja. Hast du, ja. Bist du in diesem Game, weil du was verändern willst oder weil du die Menschen zum Nachdenken anregen willst? Naja, also ich würde bestreiten, dass ich mich als Feministin und als Rapperin im Hip-Hop-Geschäft durchgesetzt hätte. Also ich bin auf jeden Fall noch schwer am Wursteln und das ist natürlich ein Prozess, das ist überhaupt nicht abgeschlossen. Ja. Also ich meine, das ist auf jeden Fall schon ein Erfolg, dass so die großen und kleinen Hip-Hop-Portale im Netz und auch die Print-Varianten dazu überhaupt das Wort Feminismus jemals irgendwie durch die Tastatur oder in den Content geschickt haben. Das ist schon ein starkes Stück. Das kann man auch schon als so mittleren Erfolg verbuchen auf jeden Fall. Und dadurch, dass halt eben die Musik und der Inhalt bei mir sehr stark miteinander verbunden sind, ist es auch für manche, glaube ich, echt schwer auszuhalten, dass da irgendwie einer hinkommt und nicht vorsichtig so ein bisschen Spice Girls-mäßig mit Girl Power um sich wirft, sondern tatsächlich irgendwie sagt so, viele von euch kotzen mich einfach krass an, weil ihr Scheiße labert, weil ihr ungerecht seid, weil ihr voll viel verkörpert, was ich einfach nicht erleben möchte in dieser Welt. Aber ich bin ja auch durchaus in der Lage, denjenigen, die mir gefallen, auch Props zu geben. Und genau, also es ist, ja, aber es ist halt schon eine recht kämpferische Angelegenheit, das stimmt. Das wird, glaube ich, also es ist auch spannend zu sehen, wie so die unterschiedlichen Wahrnehmungen dazu sind. Also ich glaube, ich bin auf jeden Fall so für viele Leute so das, auch das personifizierte Übel. Wollte ich jetzt nicht sagen. Naja, natürlich. Also ich glaube irgendwie so, also wenn du die Leute, die Kommentare in Richtung so zurück in die Küche mäßig irgendwie, die finden das natürlich ganz schrecklich, was ich da mache. Ne? Aber das ist ja, Rap ist ja nur ein Beispiel. Also ich hätte ja auch, was weiß ich, Cellistin werden können in irgendeinem großen Theater oder was weiß ich. Da gibt es sicherlich auch patriarchale Strukturen, die noch recht wirksam sind oder auch in irgendeinem Unternehmen oder was weiß ich. Also es ist ja nicht so, dass Rap irgendwie der gesellschaftlich-kulturelle Ort ist, wo es besonders scheiße wäre. Da ist es nur eben besonders offensichtlich scheiße. Also ist einer der wichtigsten Punkte, was du am Rap kritisierst, auch die Texte, was sie sagen. Und da geht es ja durchaus schon mal ganz schön heftig zu mit, was weiß ich, Mutterficken und hin und her. Sowas muss ja nicht sein. Ja, ich finde das total okay, wenn so Mütter gefickt werden, aber nur, wenn sie darum gebeten haben, weißt du, was ich meine, so, weißt du. Und das, also es geht auch überhaupt nicht gegen Sexualität oder so oder irgendwie gegen pornografische Inszenierung oder Bilder. Es geht darum, dass es an den allermeisten Stellen halt nicht einvernehmlich klingt und dass es voll oft mit Gewalt verbunden ist. So. Also ich bin nicht die Feministin, die Pornografie und Sexualität abschaffen möchte, auch wenn das zwei verschiedene Felder sind, aber so, dass ja oft zusammengedacht wird. Ich bin dafür, dass das einfach nur in einer anderen Art und Weise erzählt wird. Ja. Also es gibt diesen schönen Satz von Annie Sprinkle, die Antwort auf schlechte Pornografie ist nicht keine Pornografie, sondern gute Pornografie. Und das ist, also das finde ich total wichtig, also zu gucken, also erstmal diesen ganzen Mythos einfach aufzubrechen und der krasse Rapper mit seinen krassen Texten ist halt auch nur irgendein Typ, der da sitzt und einen Text schreibt und dann gibt es halt irgendwelche, die dem da helfen, das auszuarbeiten. Dann wird halt ein Video zugedreht, dann gibt es halt eine PR-Kampagne, dann kommt das Release und dann wird eine Clubtour gemacht und dann ist es halt auch irgendwie nur Arbeit sozusagen. Aber die ganzen Imaginationen und Bilder, die da dranhängen und so groß wirken und so für voll viele Jugendliche auch oder auch junge Erwachsene Identifikation bedeuten, das irgendwie zu knacken und zu entmystifizieren, finde ich persönlich voll wichtig. So. Alle wollen Respekt und Toleranz für sich, aber das gilt irgendwie für andere nicht. Wenn es Gott wirklich gibt, dann liebt er alle Menschen. Wenn es Gott wirklich gibt, dann sieht er keine Grenzen. Pro-Homo, und die Zeit ist reif. Pro-Homo, es ist keine Leichtigkeit. Wie kann man nur hassen, dass Menschen sich lieben? Die Normalität wünscht sich endlich Frieden. Eins meiner Lieblingszitate von dir ist: Wie kann man nur hassen, dass Menschen sich lieben? Das dürfte dir bekannt vorkommen, aus dem Song Pro Homo. Wovor haben denn homophobe Menschen Angst, deiner Meinung nach? Also ich kann es mir nicht ergründen. Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht? Ja, habe ich. Also der Homophobie-Begriff wird ja auch von verschiedenen Seiten aus kritisiert, weil er mit dem Phobie-Begriff eben arbeitet. Das ist ein psychologischer Term für eine Angststörung sozusagen. Und Leute, die homophob sind, haben ja nicht, also man kann das sicherlich auch so psychopathologisieren und sagen, die haben halt irgendwie Ängste tatsächlich, aber faktisch geht es ja um sozialpolitische Strukturen,
nämlich dass Homosexualität stigmatisiert, stereotypisiert und abgewertet wird. Deswegen gibt es ja zum Beispiel auch den Begriff Heterosexismus, der sozusagen das politisch ein bisschen weiter fasst, auch nicht nur von Homosexualität und Heterosexualität, sondern von ganz unterschiedlichen Sexualitäten, sexuellen Identitäten ausgeht und so weiter. Deswegen ist Homophobie eigentlich nur so ein mittelschlaues Wort. Das ist jetzt halt so gesetzt, man kennt das, aber das hat auch Potenzial zur Veränderung, sag ich mal. Vielfach geht es eben darum, dass Menschen sich einrichten in bestimmten symbolischen Ordnungen. Männer und Frauen existieren erstens, und zwar nur die beiden Geschlechter, und zweitens sind die aufeinander bezogen, sollen sich lieben und sich vermehren oder so. Ja? Und die sollen auch in ökonomischen Systemen so zusammenarbeiten, dass zum Beispiel der eine das Geld dran schafft und die andere die Hütte zu Hause sauber hält und so weiter. Also das betrifft ganz viele gesellschaftliche und politische Bereiche. Und wenn da irgendjemand hinkommt und sagt so, nö, ich werde jetzt die Hütte nicht aufräumen, weil ich will jetzt auch mal mich selbst verwirklichen, zum Beispiel in Arbeit, dann gibt es ein Problem. Dann wird diese symbolische Ordnung durcheinander gewürfelt. Wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock, dich zu lieben, ich habe keinen Bock, mich zu reproduzieren, ich will keine Kinder haben, gibt es wieder ein Problem. Ja? Wenn jemand sagt, ich werde dich nicht mehr lieben und ich werde dich nicht mehr anfassen, ich begehre dich nicht mehr, dann gibt es wieder ein Problem. Also, und das ist sozusagen Irritation, vor der einfach eine so eine sehr festgefahrene gesellschaftliche Realität Angst hat. Und das ist dann, und das drückt sich halt in Homophobie aus, indem man sagt, diese zwei Männer dürfen sich nicht küssen, dürfen sich nicht lieben, die dürfen keinen Sex miteinander haben, weil das entweder von Gott nicht gewollt sei oder unnatürlich. Und wenn jetzt alle schwul werden, dann stirbt die Menschheit aus und solche Dinge. Ja, also das ist schon eine Angst vor einer Veränderung, die eigentlich nur Freiheit bedeutet. Diese Veränderung bedeutet Vielfalt und bedeutet Freiheit, weil sie Menschen die Möglichkeit gibt, so zu leben und zu lieben, wie sie wollen und nicht, wie es ihnen eine Tradition zum Beispiel vorgibt. Wie dringend ist es deiner Meinung nach, eine vollkommene Gleichberechtigung der Geschlechter zu erreichen, und in welchen Situationen ist das noch nicht geschehen? In der Arbeitswelt oder wo kommt es noch zu Situationen, wo man Probleme hat? Also ich glaube, in allen Bereichen ist es noch nicht erfüllt. Wir könnten uns jetzt jedes Feld raussuchen, jedes gesellschaftlich relevante Feld, denn ich gehe von mehr als zwei Geschlechtern aus. Also mir geht es halt bei so Geschlechtergerechtigkeit eben nicht um Männer und Frauen, sondern mir geht es tatsächlich um alle Geschlechter, also alle Formen, die dazwischen und jenseits davon existieren. Also dieses ganze Spektrum an Transgeschlechtlichkeit ist halt total außen vor in der Debatte. Ja? Es geht halt darum, irgendwie Männer und Frauen anzugleichen in Bezug auf, was weiß ich, die unterschiedlichen Bezahlungsstandards. Das ist halt so das bekannteste Thema vielleicht. Es ist halt nach wie vor irgendwie 22% Lohnunterschied gibt in der BRD. Auch ganz spannend, ich habe heute bei Spiegel Online gelesen, dass die Firma Birkenstock irgendwie über Jahre und Jahrzehnte ihren weiblichen Angestellten genau irgendwie halt 1 Euro Stundenlohn weniger gezahlt haben, bei exakt der gleichen Arbeit so, und das so also strukturell, ja, wo du denkst, warte mal, also das ausgerechnet so die so das Öko-Vorzeige-Ding sind, irgendwie an der Stelle halt überhaupt nichts gepeilt haben. Es gibt halt irgendwie massiv Klagen und jetzt wird das irgendwie alles aufgeräumt und so Millionenbeträge tauchen plötzlich auf, die da ausgeglichen werden müssen. Aber es geht natürlich auch um Betreuungsfragen, also sozusagen, wie funktioniert das dann mit der Elternzeit, und warum sind Frauen angehalten, oder wer, also dadurch, dass Männer tendenziell mehr verdienen, sind sie auch diejenigen, die die Elternzeit nicht unbedingt wählen, weil wenn die Frau mit weniger Gehalt arbeiten geht, kommt natürlich am Ende weniger in die Familienkasse und so weiter. Dann bleibt die natürlich zu Hause. Richtig, ne? Und das schlägt sich dann auch wieder in so Rentengeschichten nieder, weil sie in der Zeit dann nicht eingezahlt haben und so weiter. Also das ist halt schon alles ziemlich komplex. Aber es geht auch um die Frage von, also zum Beispiel die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat dies Jahr das Thema ja auch Geschlechtergerechtigkeit. Und da geht es eben auch um die Frage von unterschiedlicher Bezahlung, aber auch um die Frage von sexualisierten, also ungewollt sexualisierten Atmosphären auf dem Arbeitsplatz, was so als, wie nennt sich das dann, ja, sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz oder so. Das klingt immer gleich so krass, aber das sind ja auch Kleinigkeiten schon, die total relevant sind und auch ernst genommen werden müssen. So. Also das ist natürlich, also wenn du in irgendeinem Job unterwegs bist, wo du sowieso dich erstmal einfinden musst, oder wo der Druck einfach immens hoch ist, wo die Konkurrenz total geschürt wird irgendwie durch die Führung oder so. Und wenn du dann auch noch jeden Tag irgendwie einen Kommentar zu deinem Aussehen anhören musst, egal ob das nett gemeint ist oder nicht, scheißegal, es hat da nichts verloren. Ja, es sind alles Sachen, die da eine große Rolle spielen. Wir sind hier ja jetzt bei Verdi. Glaubst du, ich meine, wir greifen ja in vielen Situationen, auch auf der Arbeit, greifen wir ja ein.
wenn jemand ungerecht behandelt wird, ungerecht bezahlt wird, dann gucken wir, dass wir hinter dem stehen. Und glaubst du, dass wir auch in der Hinsicht was tun können für die Menschen, die sich vielleicht verstecken müssen auf ihrem Arbeitsplatz? Ja, unbedingt. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie so die einzelnen Arbeitsbereiche von so einer Gewerkschaft funktionieren. Ich bin nicht in einer Gewerkschaft organisiert, deswegen kenne ich mich da jetzt nicht so gut aus, wie da sozusagen die Verantwortung und die thematischen Felder irgendwie aufgegliedert sind. Und aber natürlich sollte sich jede gewerkschaftlich organisierte Arbeitszusammenhang also das auf jeden Fall auch als ein gewerkschaftlich relevantes Thema sozusagen auf dem Zettel haben. Und ich hoffe sehr, dass wer die sich darum kümmert, also vielleicht falls noch nicht, dass so Outing-Geschichten, egal in welcher Hinsicht, tatsächlich eine Relevanz haben. So, ne? Das ist ja einfach nicht zu unterschätzen. Das klingt halt immer so privat, aber Kinder kriegen ist auch super privat, hat aber einen totalen Einfluss darauf, wie und wann du arbeitest, für welches Geld, wie lange, unter welchen Umständen, welche Karriere du machst und so weiter. Ja. Und wenn du einfach psychosozial, sagen wir mal so, in einer krassen Veränderung bist, wie zum Beispiel bei einer Trans-Thematik, dann hat das natürlich auch ganz klar Einfluss auf deinen Alltag und auch auf deinen Arbeitsalltag. So. Wir haben ja jetzt gerade über die Gewerkschaft geredet. Weshalb bist du kein Gewerkschaftsmitglied? Also ich glaube, ich bin insgesamt nicht so richtig für so feste Organisationen gemacht. Ich bin in keiner Politgruppe oder so fest aktiv. Das also für so quasi von außen kriminalisierte Kontexte wie die Antifa bin ich, glaube ich, zu öffentlich. Das haut nicht hin. Damit tue ich niemandem Gefallen. Und in so anderen Bereichen, die ganz legal und staatlich gewollt stattfinden, wie zum Beispiel eine Gewerkschaft, warum nicht? Ich glaube, vielfach gehen ja auch Leute dann in die Gewerkschaft, wenn es irgendwie den Anlass gibt, wenn die sozusagen irgendwie in ihren Betrieben oder so irgendwas erstreiten müssen, erkämpfen müssen. Und die Situation hatte ich, glaube ich, nie. Also ich habe immer in Kontexten gearbeitet, die mir entweder egal waren und ich keinen Bock hatte, da zu kämpfen und das nur gemacht habe, um meine Miete zu zahlen. Oder wenn es mir um wirklich was bei der Arbeit ging, dann war das immer so entspannt, dass es keinen Grund gab sozusagen. Und tatsächlich finde ich so Arbeitskämpfe auch total wichtig. Die Sache ist, dass ich einfach auf so vielen Hochzeiten tanze mit meinem Aktivismus, dass ich da vermutlich einen anderen Schwerpunkt setzen würde. Obwohl der Hauptwiderspruch, eigentlich müsste es ja doch dann bei der Arbeit ansetzen, scheiße. Aber tatsächlich, ich bin auch in keiner Partei organisiert und so. Ich glaube, dass so feste Organisationen vermutlich einfach nicht meine Welt sind. Aber ich finde das nachvollziehbar, wenn Leute sich in bestimmten Strukturen irgendwie einrichten und darin wirksam werden. Und das ist ja auch eine Frage von politischer Handlungsfähigkeit. Also eigentlich ist es total schlau, sich irgendwo fest zu engagieren. Ich bin halt immer so mal hier mit einer Veranstaltung dabei, da mal mit einer auf einem Podium, mach für die irgendwie bei einer Kampagne mit und so weiter. Also ich bin da einfach eher so ein, ich hüpfe da so durch die Gegend und streue immer so ein bisschen meine Ideen hier und da ein und lass mich eher hier und da mal einladen, als dass ich wirklich von A bis Z irgendwo mitkämpfe innerhalb von einem konkreten festen Kontext. So, die nimmst mir nicht übel. Ich bin gerne dein Gast, aber ich bin nicht dein festes Mitglied. Dankeschön. Kein Beispiel an mir. Treten alle bei Verdi ein. Okay, danke. Hey, mein Name ist Anne von Verdi Jugend on Air und ich befinde mich hier auf dem Internationalen Frauentag, wo sich einige Bürger Berlins versammelt haben, um für einen guten Zweck auf die Straße zu gehen. Viel Spaß dabei! Es wurde ja gerade die Frauenquote eingeführt. Denkst du, das ist ein weiterer Schritt Richtung Gleichberechtigung oder wie siehst du das? Ja, das ist natürlich auch was sozusagen wieder, was nur biologische Frauen mitdenkt, ne? Und auch nur für eine bestimmte Gesellschaftsschicht von Leuten, die eh schon, also wenn ich so privilegiert bin und mich so, also schon an einem Punkt bin, wo ich überhaupt für so einen Führungsposten in Frage komme, dann bin ich eh schon ganz schön weit. Ich finde das trotzdem richtig, dass es die Frauenquote gibt und ich bin noch 30% zu wenig, um ehrlich zu sein, aber gut. Und es betrifft natürlich nur eine Handvoll, was sind das, 200 Unternehmen oder so. Das ist jetzt nicht die Welt. Ja? Das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, das ist ein gutes Symbol. Aber sozusagen alle anderen Ebenen in so einem hierarchischen
Arbeitsbetrieb oder so, müssten natürlich auch mitgedacht werden. Na, dann ist aber wenigstens schon mal der Schritt getan. Ja. Du hast uns noch was mitgebracht, was du uns vorstellen möchtest. Erzähl mal. Ja, und zwar, dass meine Arbeitsstelle, das Label, für das ich arbeite, dass ich auf dem ich auch selber meine Musik rausbringe, heißt Springstoff. Und wir haben einen Schwerpunkt auf weibliche Stimmen am Mikrofon. Also es gibt nicht ausschließlich weibliche Künstlerinnen auf unserem Label, aber es gibt einen Fokus darauf. Und dieser Fokus setzt sich halt in unserer Arbeit sozusagen ganz vielen Bereichen eben auf Weiblichkeit fest. Also zu sagen, wir haben Interesse daran, Frauen, und eine Frau ist eine Person, die sich selbst als Frau bezeichnet, die setzen wir in Fokus und um die geht es uns. Wir wollen, dass die Musik rausbringen können, dass die gehört werden, dass die auftreten können, dass die ihre Geschichten erzählen können, dass sie ihre Stimme erheben können, dass sie sichtbar sind, dass sie hörbar sind. Und deswegen haben wir jetzt seit geraumer Zeit eben diese Partyreihe, Female Focus heißt die eben, in der Cassiopeia in Berlin. Und die findet alle 2 Monate statt. Und da gibt es halt zunächst dann immer ein Konzert mit 2 weiblichen Acts und danach noch Party mit mehrheitlich weiblichen DJs oder Leuten, die Producerinnen oder Rapperinnen, Sängerinnen auflegen. Genau, das auf jeden Fall uns ein Anliegen ist eben, dass es halt nicht diesen Effekt gibt von, okay, es gibt ein Hip-Hop-Konzert, keine Frauen auf der Bühne. Oder es gibt ein Hip-Hop-Konzert, eine Frau auf der Bühne und dann war es es aber auch. Dann hat man das so abgehakt. Wir wollen, dass es keinen Aha-Moment mehr gibt, wenn eine Frau auf der Bühne steht, sondern das soll eine absolute Selbstverständlichkeit sein. Und dazu muss sich auch zahlenmäßig was ändern. Also die 30% reichen mir auch in dem Bereich nicht. Ich will da mehr. Und wir versuchen das zu unterstützen mit unseren eigenen Veranstaltungen, der Musik, die wir rausbringen, hoffen sehr, dass wir damit nicht lange alleine bleiben, dass das zur Nachahmung empfohlen. Hinter uns hängen ja jetzt die Plakate vom Frauenkampftag am 8. März, wie jedes Jahr. Bist du am Start? Ja, ich habe vor, morgen meine 7 Sachen zu packen und mich schön in die Demo einzureihen, bei gutem Wetter. Und letztes Jahr, also das Bündnis hat sich ja letztes Jahr nochmal erneuert. Es gab vorher in Berlin sehr viele unterschiedliche Demos, unterschiedlich organisiert, unterschiedliche inhaltliche Ausrichtungen. Und seit dem letzten Jahr gibt es halt eben dieses große neue Bündnis. Und das ist sehr, sehr schön, dass da einfach nochmal so mit geballter Kraft in das Thema gegangen wurde, dass der 8. März auch wieder jetzt nochmal anders und größer stattfindet. Das macht mich sehr glücklich. Und klar, bin ich dabei. Genau. Letztes Jahr bin ich auch aufgetreten dann bei der Abschlusskundgebung. Und dieses Jahr bin ich eine ganz reguläre, glückliche Demo-Teilnehmerin. Und finde das wichtig, dass es das gibt. Auch wenn natürlich gerne jeden Tag Frauenkampftag ist oder zumindest alle 2 Monate. Ja, genau. Ja, dann kämpfen wir morgen auf jeden Fall zusammen. Ich bin nämlich auch da. Ich hoffe mal, wir haben Sonne. Das wäre voll schön hier in Berlin. Sieht schon wieder ein bisschen trüb aus. Berlin ist ja auch völlig überbewertet. Okay, dann danke ich dir, dass du hier warst. Ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Ja, Geschenk für dich. Vielleicht magst du Kaffee, Tee, oder was auch immer. Was ich hier drin befüllen und warm halten kann. Ein Verdi-Getränkebehältnis in Verdi-Grün. Ganz genau. Und gerade wenn du auf die Demo gehst, dann ein paar warme Getränke können bestimmt nicht schaden. Das heißt, ich werde morgen als Verdi-Testimonial über die Demo laufen, oder was? Also ganz genau. Tatsächlich, vielen Dank, voll gut. Schick. Oh, Sie alles haben hier ein Merchandise. Nicht schlecht, wir haben nur T-Shirts und CDs. Dankeschön. Gar kein Problem. Ich freue mich, dass du hier warst und ich hoffe, wir können dich nochmal begrüßen bei uns. Oh ja, sicher. Also gut, dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende. Danke. Ciao.